Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video Bundesliga-Prognose, 30. Spieltag. Ich habe einen Gast auf meiner Couch, der liebe Laurin ist mit am Start. Hallo. Wir haben das ja schon lange angekündigt, dass hier vielleicht mal jemand da sitzen wird und jetzt ist er da. Absoluter Fußballexperte. Saustark. Würde ich sagen. Ja. Dementsprechend gehen wir nicht rein. Ihr könnt eure Wetten platzieren. Unten, erster Link in der Videobeschreibung, auf Fanteam könnt ihr eure Wetten platzieren. Das werden wir vielleicht auch tun. Ja, ja. Kann man schon ein paar Sachen gewinnen. Letzter Spieltag war nicht so erfolgreich bei mir, aber an sich ist es möglich. Deswegen, wenn ihr das machen wollt, ist ab 18 Spiel verantwortungsvoll. Gerne. Erster Link in der Videobeschreibung. Erstes Spiel. Freiburg-Gladbach, du hast gerade schon vor der Aufnahme was dazu gesagt. Also ich tippe mal ein solides 1-3, also Gladbach gewinnt 3-1. Neuhaus, also letzten Spieltag stark gespielt, schönes Tor von Neuhaus. Thuram doppelt und Player 1 gemacht. War ein starkes Spiel von denen. Ich glaube auch, ich schätze sie stärker ein als Freiburg zurzeit auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube sie gewinnen 3-1. Das ist so das Ding. Also Gladbach ist so ein bisschen, also ich finde Gladbach aktuell schon ein bisschen am Schwimmen. Freiburg aber leider auch. Weil also wenn Freiburg nicht am Schwimmen wären, wenn Freiburg in dieser Phase wäre, wo sie wirklich konstant wären, und das waren sie ja teilweise. Also ich gehe mit deinem Tipp jetzt mit. Ich möchte da nichts anderes sagen, weil ich denke schon, dass Gladbach gewinnen wird. So, da kommen wir schon zum Samstag. Und am Samstag haben wir interessante Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem das Abendspiel wird interessant, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir fangen an mit Leipzig gegen Paderborn. Leipzig ja jetzt am Montag gespielt, Pfingstmontag, 2-4 gewonnen gegen Köln. Den Rückstand quasi gedreht, also Leipzig auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht von denen in letzter Zeit. Also ich hätte sie auch stärker eingeschätzt. Sie haben ihre, also ich glaube, sie sind jetzt wieder auf dem dritten Rang, aber sie haben zwischendurch ihren Champions League Platz sogar aufgegeben, indirekten. Das weiß ich gar nicht mehr, aber... Und also die sind schon mega am Wackeln, also keine Ahnung, ich weiß nicht, boah, Paderborn ist, ist halt Paderborn. Also letzter Spieltag 1-6 gegen Dortmund, die erste Halbzeit eigentlich nur so überstanden. Mhm. Das war, da hätte schon ein Tor fallen müssen eigentlich. 0-0 in der ersten Halbzeit nur so überstanden und dann trotzdem 6 Dinger kassiert. Also sie war einfach geschockt auf einmal und dann war irgendwie alles ein Wochen gegangen auf jeden Fall. Ich glaube, das kann Leipzig auch auf jeden Fall machen. Also mein Tipp ist hier 4-1. Ich weiß nicht, ob du da. Ich gehe da auf jeden Fall mit. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass Paderborn es gewinnt. Ja, glaube ich auch nicht. Was eigentlich schade ist. Naja, nächstes Spiel, Leverkusen gegen Bayern. Und das ist ein Knallerspiel. Also ich habe meinen Tipp erstmal im Kopf überlegt. Und dann habe ich gesehen, im Nachhinein quasi, dass Leverkusen im Hinspiel gewonnen hat. Und da waren sie vielleicht auch schon da. Und da hat Bayern auch schon gut gespielt. Die haben da ein paar Spiele schon gespielt und gut gespielt. Und dann haben sie gegen, ich glaube, Gladbach und Leverkusen, gegen die beiden haben sie, glaube ich, verloren. Das mag sein. Das sind auch somit die einzigen Niederlagen gefühlt von Hansi Flick. Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß es nicht, ist sehr schwer. Schätzt du Leverkusen gut ein? Ich schätze Leverkusen stark ein. Sie hatten, glaube ich, einen Ruckler drin. Am vorletzten Spieltag. Letzten Spieltag 1-2 gegen Freiburg gewonnen. Und also ja, es ist schwierig, finde ich. Also, wie du schon sagst, gegen Wolfsburg, dieser Patzer, es ist halt Bayern. Wenn sie so einen Patzer drin haben, die Bayern nutzen das eiskalt aus. Also, ich habe mir vorhin auch nochmal ein Spiel angeguckt, die Highlights von Leverkusen gegen Dortmund. Das war ein 4-3 für Leverkusen damals. Also, es war auch richtig krass. Also, man kann Leverkusen absolut nicht unterschätzen, weil, wie gesagt, die gewinnen gegen Dortmund, die gewinnen allgemein in letzter Zeit häufig, sind auf Platz 5, wollen natürlich die Champions League Plätze erreichen, aber ich denke Bayern ist Bayern, also mein Tipp 3-1, wird es knapper, wird es nicht knapper, was sagst du? Ich könnte mir sogar Bayern gewinnt 3-2, meiner Meinung nach. Also doch ein bisschen knapper. Ja, auf jeden Fall, ich finde Havertz so stark, also der ist so ein Monster zur Zeit, finde ich. Doppelpack, sagst du. Havertz Doppelpack glaube ich nicht, aber auf jeden Fall der wichtigste Spieler von Leverkusen zurzeit, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, das schon. Also ich muss schon sagen, dass Havertz die so ein bisschen am Leben erhält gerade, weil an sich ist Leverkusen für mich ein bisschen ein Abwärtstrend. Mhm. Aber Havertz hält sich noch ein bisschen oben, aber das ist gefühlt nur Havertz. Also wenn der halt nicht funkt in dem Spiel und die Bayern werden natürlich alles dran setzen, die nicht funken zu lassen, ich weiß es nicht. Also
Ich glaube auch, also wie gesagt, die Bayern gewinnen knapp. Lewandowski war auch wieder stark die letzten Spieltage. Wieder Doppelpunkt gemacht. Gegen Düsseldorf getroffen. Ja, zweimal sogar, oder? Ja, ich glaube schon. Mit Hacke durch die Beine vom Tor. Das war auf jeden Fall interessant. Also das war ein crazy Tor. Aber damit hat er jetzt quasi ja gegen alle Bundesligisten getroffen. Gegen Düsseldorf zuvor noch nie. Das ist auch krass gewesen. Ja, die sind in guter Verfassung, die Bayern. Und das sind gute Spieler dabei. Auch ein Müller, auch... Also ich weiß es nicht, ich kann es dir echt, das ist ein unglaublich schweres Spiel. Ich finde. Ja, aber ich gehe für die Bayern, die denke halten auch ihre Siegesserie am Leben. Nächstes Spiel ist auch nicht viel einfacher, Frankfurt, Mainz, Frankfurt, weiß nicht, was man dazu denen sagen soll, also eigentlich kacke, aber in den letzten Spielen gar nicht so kacke. Also es war letztes Spiel gewonnen, volles Spiel unentschieden, auch nicht schlecht gespielt gegen Freiburg. Ja. Hätten sie auch gerne gewinnen dürfen. War ungünstig, dass sie unentschieden gespielt haben. Das stimmt. Gewinnen sie wahrscheinlich 9 von 10 Mal bei dem Spielverlauf des Spiels. Also ich muss dann ehrlich sagen, vor allem auch, dass sie gegen Wolfsburg gewonnen haben, hat mich schon ein bisschen überrascht. Deswegen kann ich mir hier schon zutrauen, dass sie auch gegen Mainz gewinnen. Aber Mainz in den letzten Spielen nicht so gut, wie ich sie eingeschätzt hätte. Und ich schätze sie jetzt wieder höher ein, als sie wahrscheinlich dann spielen. Also ich gehe auf ein Unentschieden hier. Ich glaube, dass Frankfurt zwar besser ist, aber dass es trotzdem beim 2-2 bleibt. Also 4 Tore wären auf jeden Fall auch schon krass. Aber Mainz kann. Also ich meine, Baku, Onisivo, Quaison, was weiß ich was, das sind gute Spieler, die immer mal wieder ein Tor machen. Man hat es auch gegen Hoffenheim gesehen. Klar, Hoffenheim war besser, klar, Hoffenheim hat einen Elfmeter verschossen, was auch immer. Aber die Mainz haben trotzdem die Latte getroffen, den Pfosten getroffen, auch die ein oder andere Chance gehabt. Und ich kann mir schon zutrauen, dass das ein sehr enges Duell wird. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das eng wird, aber ich gehe für Frankfurt. Eher höher? Ich glaube 2-0 Frankfurt. 2-0, okay. Ja. Also glaubst du, dass sie ihn gar nicht treffen, die Mainz? Nee, ich glaube, sie treffen gar nicht. Ey. Krass. Also ich weiß nicht. Mainz hat coole Spieler, zum Beispiel Quaison, Mateta. Echt, eigentlich krasses Spiel, aber dieses Tor... Mateta, grüße geht raus. Aber dieses Tor läuft einfach nicht bei denen. Die sind knietief im Abstiegskampf. Meiner Meinung nach fallen sie nicht mehr auf den Relegationsplatz oder auf einen direkten Abstiegsplatz, aber ich glaube trotzdem, dass Frankfurt es machen wird. Frankfurt will nochmal Europa angreifen. Klar, sie sind noch etwas weg, also aber ist es machbar. Ist ja ultra weit weg. Europa ist ja noch gut. Also, man muss sehen, Frankfurt hat nochmal 10 Punkte bis zur Europa. Man muss sehen, Frankfurt aber auch ein Spiel weniger. Die haben dann noch das Nachspiel gegen Bremen. Ach ja, stimmt. Bremen ist auch ein Gegner. Ist das nicht sogar jetzt? Das war gestern. Das war gestern, ja. Das ist ganz verrückt. Also, wir sind gar nicht auf dem neuesten Stand, Leute. Wir nehmen das hier schon vorher auf. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich hier jetzt so sehe, also Mainz könnte halt auch ultra an Frankfurt rankommen. Die werden da schon einiges reinhängen. Und mit Bayer Leutzer waren die ja nie so ultra schlecht. Nee. Ich weiß es nicht. Also es ist ein schweres Spiel. Also ich glaube, dass Mainz schon trifft. Ich könnte es mir knapp für Frankfurt, knapp einen Frankfurt-Sieg vorstellen. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Nee, also, ich natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, ich bleibe auch mit dem 2-0. Ich glaube Frankfurt hat es. Da könnte man auf jeden Fall bei Fantasy mal vorbeischauen, wie da die Quoten sind. Weil... Also wenn die Quoten auf Frankfurt höher sind als auf München, dann würde ich auch irgendwie auf Frankfurt wetten. Wenn es andersrum wäre, wenn die Quoten auf den Unentschieden ganz gut wären, würde ich mich trauen und auf den Unentschieden wetten, weil ich finde, dass beides sein kann. Es kann wirklich beides passieren, ja. Mainz kann auch mal ihre Unglückssträhne beenden, weil es war ziemlich so schlecht gespielt, hast du recht. Ja. Ja, wer auch nicht so schlecht gespielt hat, ist Düsseldorf. Aber die haben irgendwie keine Punkte. Düsseldorf auch wieder knietief im Abstiegskampf, zurzeit auf dem Relegationsplatz. Waren sie ja schon immer, das ist ja das Problem. Und die waren, also ich finde, dass die aus der Corona-Pause unglaublich gut zurückgekommen sind, aber keine Punkte geholt haben. Also gegen Paderborn damals, ich glaube, 4-mal Aluminium, 5-mal Aluminium. Ganz, ganz unglückliches Spiel. 0-0, das ging ja die ganze Zeit so weiter. Und ich weiß nicht, also Hoffenheim ist eigentlich weit mit oben dabei. Die sind ja, glaube ich, 7. Platz direkt hinter. Die sind wirklich sehr knapp an den europäischen Plätzen. Direkt genau hinter, 4 Punkte wie Wolfsburg. Hinter Wolfsburg, genau. Das Ding ist, ja, ich weiß nicht, Hoffenheim hat halt auch
so viel Pech und so gepatzt in den letzten Spielen. Also, wenn ich allein ans letzte Spiel denke, gegen Mainz, also das war ja so komisch. Es ist zwar nicht überzeugend, hast du wohl recht, ja. Ich weiß nicht, wenn Düsseldorf da gut ist und das läuft ähnlich wie gegen Schalke, wo sie dann 2-1 gewinnen, war es ein 2-1? 2-1 war es, glaube ich, ja. Ich glaube auch, ja. Dann, ich weiß es nicht. Also, es ist ein ganz, ganz schweres Spiel. Ich würde schon sagen, weil Hoffenheim einfach weiter oben ist, dass Hoffenheim das gewinnt. Aber Düsseldorf ist halt auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also mein Tipp ist 1-2 für Hoffenheim. Ich gehe für das 1-0 für Hoffenheim. Also aber auch ähnlich, ja. Ja, ganz ähnlich. Ich glaube, Hoffenheim setzt sich da durch. Es wird eine Zitterpartie für Hoffenheim, denke ich, aber ist es machbar? Das Ding ist, Hoffenheim hat 1-0 gegen Mainz gewonnen. Und das kann ich mir hier auch vorstellen. Ja. Wobei ich sagen muss, dass Düsseldorf auch für ein Tor gut ist. Hätte Mainz ja auch machen können. Und dann, also ich 2-1, 1-0 oder so, auf jeden Fall relativ. Ach, knappes Ding. Relativ, auf jeden Fall. Ähnlich und knapp. Ja. Ja, wir kommen zum Knallerspiel. Das Samstagabendspiel. Dortmund zu Hause gegen absolut formstarke Berliner. Unglaublich. Hertha BSC. Auswärts in Dortmund. Aber was sagst du zu Hertha allgemein? Also, mal so? Also ich kann es nicht glauben, dass sie so stark spielen zu zeigen. Ich sag's dir wirklich ganz ehrlich. Ey, die spielen schön Fußball. Letzte sechs Spiele nicht verloren. Letzten sechs Spiele nicht verloren, ey. Also, dass die auch. Also auch gegen Leipzig nicht verloren oder sowas. Es war krass. Die gewinnen ja auch die ganze Zeit gefühlt. Also die sind ja wieder auf Platz 9. Die sind ja quasi fast schon hinterauf bleiben gefühlt. Die sind auch dran. Also die können auch noch mitspielen. Die können noch um Europa mitspielen. Also, ja, also ich finde das ultra krass, was die geleistet haben. Ja, unter Labbadia, ey. Also deutliche Leistungssteigerung. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Ja, ja. Klinsmann, das war natürlich auch eher fraglich, so muss man ganz ehrlich sagen, finde ich. Aber er hat vielleicht nicht so schlechte Grundsteine gelegt für Labbadia, wie man dachte. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, darüber kann man mega streiten, das ist halt so, wie es ist. Aber, also ich finde, was jetzt mit dieser Mannschaft passiert, findet ja unter Labbadia statt. Ja. Und das findet enorm gut statt. Also er kitzelt da das Potenzial, was vielleicht vorhanden ist, raus. Deutlich besser auch als Klinsmann. Ja. Und also die machen schon einen guten Restart und sind hier auf jeden Fall richtig, richtig gut dabei. Dementsprechend gut schätze ich sie auch gegen Dortmund ein. Dortmund zwar eine sehr gute Mannschaft. 6-1 gewonnen, machen da ein super Spiel gegen Paderborn, hätten locker vielleicht sogar 10 Tore machen können. Ja. Also, muss man echt sagen. Das ist echt der Wahnsinn gewesen. Ja, also ich schätze, es ist ein sehr, 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 sehr spannendes Spiel. Natürlich kann Dortmund das gewinnen. Das ist keine Frage, weil Dortmund gut ist einfach. Die können locker easy mal 2-3 Tore innerhalb von 10, 15 Minuten machen. Klar. Aber nichtsdestotrotz schätze ich Hertha defensiv stark ein. Und ähnlich wie gegen Leipzig damals, vor zwei Wochen, gehe ich hier auch auf ein 2-2, also auf ein Unentschieden. Ich gehe für ein 3-2. Ich stelle jetzt Hertha auch stark ein, auch vor allem Ibisevic hat im letzten Spiel echt nochmal, obwohl er eigentlich... Piontek hat sogar auch getroffen. Per Elfmeter, oder? Ja, zweimal Elfmeter, aber jetzt hat er einmal normal getroffen. Echt? Er hat jetzt sein erstes normales Tor quasi gemacht. Ist aber ist ein cooler Spieler, finde ich. Echt? Cool, ja, sehr cool. Ja, von Mailand kam der ja, glaube ich. Sehr, sehr teuer halt. Wie viel hat er gekostet? Oh, ich weiß nicht mehr, aber der war schon für Hertha-Verhältnisse verdammt teuer. Aber ich glaube, der hat ja davon Mailand gehört, den haben sie ja von Genua gekauft. Und ich glaube, Hertha hat ihn für billiger gekauft, als Mailand ihn Genua gekauft hat. Ja gut, das kann natürlich sein, aber also du sagst, dass die dann trotzdem gewinnen, dass Dortmund trotzdem gewinnt. Ja, ja, ich glaube, Dortmund gewinnt 3-2. Sancho, letztes Spiel wieder recht stark, Hattrick geschossen. Starkes Spiel, ich glaube auch diesmal. Dortmund hat einfach die offensive Stärke, um das zu gewinnen. Ja, da sind gute Spieler dabei. Haaland lang nicht mehr getroffen, glaube ich, oder? Ich glaube. Zwei, drei Spiele. Ja, unglaublich lang. Also, er war ja verletzt nicht dabei gegen Paderborn, weil ich das nicht gekriegt habe. Hazard hat gespielt, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Aber wenn Haaland, ich weiß gar nicht, was Haaland hat, ob der länger ausfällt als zwei Spiele oder so, oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, wie ich es schon angesprochen habe, also ich kann mir das durchaus absolut vorstellen, dass Dortmund gewinnt. Da würde ich auch ein bisschen auf die Quoten gucken. Ich denke natürlich,
dass die Quoten für Dortmund nicht so gut sind. Ja, ja, also sehr gut, aber nicht so gut zum Wetten. Ich denke, dass die Unentschiedenquoten natürlich relativ hoch sind. Dementsprechend kann man hier schon auf Unentschieden gehen, weil ich mir es unglaublich gut vorstellen kann. Also, es ist schon möglich, definitiv. Also, auf jeden Fall, es ist möglich, aber wie gesagt, auch Dortmund, ich glaube, die sind halt in einem wirklich formstarken Moment. Ey. Vor allem auch Hazard hat sich über die Saison unglaublich gesteigert. Ist mittlerweile wirklich, würde ich schon sagen, einer der besten Dortmund-Spieler auf jeden Fall. Ja, ja. Das war der Samstag. Wir gehen zum Sonntag. Und am Sonntag spielt Bremen gegen Wolfsburg. Und Bremen ist auch so eine komische Mannschaft. Also Bremen ist schlecht über die ganze Saison. Auf jeden Fall, ja. Schlecht in den Spielen nach dem Restart. Und jetzt gewinnen sie das. Die letzten 1-2 Spiele haben sie ja 1 gewonnen oder so, 1 unentschieden und so. Also richtig gut, auch gegen Gladbach oder so. Es war gut gegen Gladbach, ja. Gestern, ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel gestern ausgegangen ist, aber war ja Bremen gegen Frankfurt, ne? Ja, das Nachholspiel. Vielleicht war da Bremen auch wieder gut, ich weiß es nicht. Es könnte auf jeden Fall der Befreiung, also ein kleiner Befreiungsschlag sein, auf den Relegationsplatz. Die können ja sogar vorbei, also die können ja theoretisch, aber die Tordifferenz ist nicht ganz. Ja, ja. Tordifferenz ist nicht ganz, aber die könnten theoretisch punktgleich mit Mainz ziehen und dann mit der Tordifferenz und so. Also, ich weiß es nicht. Gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist schon zu gut, würde ich sagen. Ich glaube auch. Also, dass zu stark ist. Was ist dein Tipp? Ich glaube, ich glaube wirklich, Bremen trifft. Ich glaube, es wird ein 2-1 für Wolfsburg. Ein knappes Spiel, aber Wolfsburg setzt sich gerade so durch. Ja. Ich glaube, das wird viel, viel höher. Also mein Tipp geht schon so in Richtung 4-5-1. Oh. Also, ich weiß nicht. Also das ist sehr schwierig manchmal. Weil Wolfsburg ist eigentlich eine Mannschaft, die es halt kann. Auf jeden Fall. Die kann diese Spiele 4-5-1 gewinnen. Aber dann gibt es halt Spiele, wo die irgendwie... Wo die einfach nicht existieren. 1-1 spielen oder so. Also das ist ganz, ganz kurios. Zum Beispiel wie gegen Frankfurt jetzt. Also ich will jetzt nichts an Frankfurt sagen, so, aber dass die jetzt 2-1 plötzlich verlieren, nachdem sie gegen Leverkusen 4-1 gewinnen. Sollte natürlich nicht passieren. Also das ist schon irgendwie manchmal crazy. Also... Ich bin mir nicht sicher, deswegen stimme ich dir einfach mal überein und sage, es könnte knapp werden, 2-1 oder so, also nehmen wir mit. Oh Gott, jetzt könnte man sagen, das Gurkenspiel des Spieltags. Union Berlin gegen Schalke 04. Digga, ich weiß überhaupt nicht, was ich da tippen soll, das ist der letzte Dreck. Also Union Berlin, die haben so oft verloren in letzter Zeit und spielen unterirdisch. Die rutschen total in den Abstiegskampf. Also die sind echt, die fallen noch voll rein. Hat man am Anfang der Saison gar nicht gedacht. Das ist echt krass. Ja. Und dann hast du Schalke, die eigentlich nicht mehr da reinfallen, weil sie schon relativ weit oben sind. Ach, so spielen. Aber die spielen, als wären die schon abgestiegen. Also, die spielen so unglaublich schlecht. Die haben die letzten Spiele alle verloren. Die haben die ganze Zeit richtig, richtig kacke gespielt. Es war nicht stark. Es war relativ blutleer, kann man schon fast sagen. Also, ich glaube, keine Ahnung. Ich gehe auf den Sieg für Schalke. Die müssten immer mal wieder gewinnen. Klar, ja. Union hat genauso lange nicht gewonnen, aber Schalke. Das Problem an Schalke ist halt, die haben sehr viele Verletzte, aber die Qualität des Kaders sollte noch hoch genug sein, um wenigstens Union Berlin zu besiegen. Das macht es ja nicht. Das ist ja das Problem. Also ich bin absolut bei dir und würde tatsächlich auch auf Schalke tippen, weil das kann ja nicht sein, dass die jedes einzelne Spiel jetzt noch verlieren. Also es sind jetzt noch 4-5 Spiele. Ich kann es auch nicht vorstellen. 4 Spiele, glaube ich. 4-5 irgendwie, keine Ahnung. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt alles verlieren. Also, come on. Ich kann es ja auch nicht vorstellen. Das Ding ist nur, die haben halt gegen Bremen auch verloren. Also, Bremen ist halt auch schon nicht so stark gewesen in letzter Zeit. Es ist ein komisches Spiel. Also, darauf würde ich auf jeden Fall nicht meine Wetten platzieren. Aber man hat bestimmt gute Quoten, ausgeglichene Quoten für alle Ergebnisse. Das stimmt, aber da musst du schon auf jede Quote setzen. Also, das war ein ganz kritisches Spiel auf jeden Fall. Also, das ist. Also Berlin kann gewinnen, weil die ja trotzdem, also die sind beides so Kackmannschaften, die können beide gewinnen. Ja. Aber die können auch unentschieden spielen. Berlin, das kann auch 0-0 werden. Berlin ist ein Kämpfer-Team auf jeden Fall. Ja, das ist unglaublich schwer. Naja, finde ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube Schalke gewinnt. Schalke hat die Qualitäten zu spielen, wie McKennie zum Beispiel. Die schaffen das. Wenn sie es mal ausspielen würden, dann
Das, ja, das ist das Problem. Auf jeden Fall möglich, also keine Ahnung, ja, schon absolut verrückt. Oh Mann. Ja, wir gehen weiter zum letzten Spiel dieser Prognose und das lautet Augsburg gegen Köln. Ja. Auch wieder was Schweres. Auch wieder so, keine Ahnung, ne? Also Augsburg ist eigentlich eine Mannschaft, die ich mag. Ja, es herrscht auf jeden Fall Sympathie. Ja, weil letzte Zeit war jetzt so, ja, naja. Ist so stark. Naja. Geht, ne? Und Köln ist eigentlich auch nicht schlecht, aber in letzter Zeit auch so, ja, naja, ne? Ja, 4-2 verloren gegen Leipzig. Ja gut, gegen Leipzig ist halt gegen Leipzig, aber es gab das ein oder andere Spiel, ich weiß leider nicht mehr genau, gegen wen die letzte Zeit gespielt haben, wo ich gedacht habe, ja, das könnte Köln ja packen. Die haben teilweise Spiele hoch gewonnen auf jeden Fall. Ja, aber in letzter Zeit habe ich irgendwie so immer auf Köln getippt. Aber lief nicht. Und dann haben sie es doch nicht gemacht. Also ich weiß nicht, was für Spiele die genau hatten, aber irgendwie, das war ganz halt komisch. Also, schwer. Also, ich glaube auch, ey, aber ich glaube, Köln gewinnt. Sie haben zwei, also sie haben Leipzig wenigstens 2 Tore eingeschenkt, muss man sagen. Es ist auch schon was auf jeden Fall. Modest und Cordon, glaube ich, getroffen. Ja, das Ding von Modest war schon nice. Es war schon ein gutes Teil auf jeden Fall, da kann man sich nicht beschweren, ey. Also, war wirklich gut. Ja, die haben halt auch Hut, der verschießt halt jeden Elfmeter. Also ich weiß nicht, warum die so stark, aber irgendwie. Ich weiß halt nicht, warum die nicht immer irgendwie Cordoba haben oder spielen lassen. Also ich finde, Hut hat Eicher eine starke Saison gespielt. Besser bei Köln, als er bei Schalke gewesen ist. Ja, das ist verständlich. Ja, musste eigentlich auch so sein, aber. Modest hatte ja auch. War ja in schwacher Form, seitdem er eigentlich aus Kindern zurückkam. Muss man sagen, finde ich. Ja, Spiel. Aber sie haben ihn auch nicht gefördert, finde ich. Also kaum. Das kaum. Ding ist, dass Uth jetzt nicht einen schlechten Job gemacht hat. Nee. Aber ich finde, dass es relativ durchschnittlich war. Also für Köln vielleicht nicht schlecht, aber an sich relativ durchschnittlich. Und wenn er dann halt 2 oder 3 Elfmeter hintereinander verschießt. Also das ist also, natürlich. Also, man muss natürlich auch den Mut haben, nochmal anzutreten, wenn man scheinbar verschossen hat, aber. Und dann wieder verschießt, das ist natürlich. Ja, das bringt ihn auch ein bisschen, glaube ich, so in so eine Depri-Phase, dass man dann auch wiederum nicht so gut spielt und nicht so gut trifft. Kann mir auch vorstellen. Deswegen, also Uth hat mich nicht so überzeugt. Es ist ein schweres Spiel. Ich gehe mit dem Sieg von Augsburg. Weil ich Augsburg einfach mehr mag und mehr Vertrauen in die habe. Köln, wie gesagt, keine schlechte Mannschaft. Kann ich mir auf jeden Fall zutrauen, dass sie auch gewinnen. Aber. Augsburg definitiv auch. Also ich kann mir das so sinnbildlich vorstellen, dass in meinem Kopf sehe ich schon Niederlechner seit 8 Spielen mal wieder ein Tor. Das und die haben auch gute Spieler, also Philipp Max oder. Ja, wirklich, ja, Philipp Max, hohe Qualität. Wie heißt der andere nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Welchen meinst du? Also Philipp Max hat man auf jeden Fall vor der Saison, finde ich, trotzdem stärker eingeschätzt, als er jetzt spielt. Meiner Meinung nach. Findest du? Auf jeden Fall. Letzte Saison war eine sehr starke Saison von ihm und man hätte, glaube ich, mehr erwartet diese Saison. Also ich finde, dass er diese Saison auch nicht schlecht war. Also ja, kann ich verstehen, was du meinst. Aber er ist diese Saison auch nicht schlecht. Also an sich finde ich, dass er so ein guter Spieler eigentlich ist. Ja, ist auf jeden Fall einer der Besseren von Augsburg, würde ich sagen. Also, wenn Niederlechner mal wieder treffen würde. Der hat ja zwischendurch echt gut. Und Kubek nicht spielt. Dann glaube ich, dass hier Augsburg gewinnen könnte. Welchen Torwart haben sie jetzt reingetan? Der war aber richtig gut im letzten Spiel. Boah, ich weiß es gar nicht. Aber ja. ich hab den Namen nicht gemerkt, aber der war auf jeden Fall richtig gut, der Torwart. Er hat besser gehabt als so nach der Station, ja. Deutlich besser als Kubek war. Oh Mann, ey. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn Niederlechner trifft und Kubek eben wieder nicht spielt, sondern der andere Typi, dann gehe ich hier auf den Augsburg-Sieg 2-1. Ja, wie gesagt, ich glaube an Köln. Ich glaube, Köln macht es. Wie viel? Ah, 3-1 für Köln, sage ich. 3-1. Ich glaube, Köln macht 3 Tore. 2-1 versus 3-1. 2-1 für Augsburg versus 3-1 für Köln. Ja. Ja, das sind unsere Tipps für diesen Spieltag. Ich bin mal gespannt. Ja. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir. Immer gern. Special Guest.
Und dann könnt ihr gerne natürlich, wir haben jetzt so ein bisschen unterschiedliche Meinungen gehört, auch gerne jetzt zum Beispiel bei Augsburg gegen Köln oder andere Spiele, die euch interessieren, Dortmund gegen Hertha oder so. Schalke gegen Union. Ich sag unentschieden, du sagst Sieg für Dortmund. Schalke, ja. Union, auch so ein Ding. Gerne in die Kommentare reinballern, was ihr dazu denkt. Und ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden von diesem Video. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.